bin Stefan Speiser und ich arbeite als Leiter vom Robinson-Spielplatz hier in Pratteln. Der Robinson-Spielplatz ist eigentlich eine Spieloase für Kinder, ja, wo sie ihre Träume und Abenteuer ausleben können, was sie wollen. Sie spielen, basteln, werken, malen, zeichnen, streiten, planschen mit Wasser im Sommer, bauen Hütten, spielen Versteckis. Eigentlich alles, was sie wollen, was sie gerade Lust haben. Amigs kommen sie mit Ideen und dann setzen sie sie um. Amigs ist nicht langweilig, dann muss man ihnen die Ideen geben oder sie finden plötzlich etwas. Ja, die Ursprungidee war vor etwa 40 Jahren, 50 Jahren so, sind die ersten Robins entstanden, was geheißen hat. Es gibt immer mehr Städte und immer weniger Grün und Naturfläche und man will auch in der Stadt noch Räume frei behalten, wo die Kinder frei können spielen und die Natur erleben. Das war so die Grundidee gewesen. Heute ist es eigentlich immer noch ein Freiraum für Kinder, wo sie machen können, was sie wollen. So, die Idee vom Abenteuer, so wie à la Robinson Crusoe auf seiner Insel, die alles selber baut, die ist immer noch ein bisschen drin. Und jeder, der hier ankommt, hat eigentlich schon Abenteuer im Kopf und lebt sie aus. Ja, die Kinder machen eigentlich, was sie wollen hier. Wir schauen ein bisschen, dass es nicht ausartet. Das ist so ein von dem auch Mitbestimmung für mich ist, wenn jemand machen kann, was er will und wir auch auf das eingehen, dann ist das schon sehr mitbestimmend. Und wir sind sehr flexibel und können auch manchmal ganz kurzfristig Ideen von den Kindern gerade direkt umsetzen. Und ich glaube, gerade in einer Lebenswelt von einem Kind, das sehr unmittelbar lebt, ist das sehr viel Mitbestimmung. Weil ein Kind lebt nicht auf Monate hinaus. Also, und dann will das gerade jetzt machen. Und das ist hier eigentlich sehr oft möglich. Es gibt ganz viel überall. Die Region Basel ist sehr dicht besiedelt mit Robis. Dort fast jede zweite Gemeinde Robi. Basel selber hat auch 4 plus Indoor-Robi und ganz viele andere Aktionen. In der Schweiz sonst jetzt nicht ganz so viel wie hier, aber es gibt ganz unterschiedliche hier. Ja, was mir hier sehr gut gefällt, ist einfach die Vielfältigkeit. Man kann einerseits pädagogisch arbeiten, man kann handwerklich. Unser Robby hat noch sehr viele Tiere, das heisst, man kann auch mit den Tieren arbeiten. Ein zentraler Aspekt mit den Kindern ist auch die Beziehungsarbeit, die auch sehr schön ist hier. Und man ist ein bisschen in allen Bereichen gefordert, auch politisch mit der Gemeinde ist das immer so ein Zeug, oder? Dass ein Robby gut bestehen kann, muss man auch strategisch und organisatorisch gut arbeiten. Und das finde ich sehr reizvoll in einem Robby-Spielplatz.